Back from the dead. Samstag, der 19. Januar 2019. Willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Und am Anfang erstmal, holy fuck, wer schreibt hier alles rein? Wir haben hier Literal Lamb, wir haben Unreal, wir haben Rico, Ninja, Dave, Best of Gamer, der Herr Muffin, Arabameko, Nox und wir haben den Ghost Alex. Ich weiß nicht, ob da noch mehr sind, weil man kann ja leider nicht mehr hier rüber scrollen, aber ich danke euch für die Grüße. Gegrüßt seid ihr alle. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein, denn wir haben was Neues und was Seltenes drin. Wir fangen nochmal an bei den Featured und zwar bei Fyra, die ja mit ihrem Runic Shield kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir die holen soll. Irgendwie, ja, wir hatten ja schon mal so eine Wikingerin drin und so. Ich finde die nicht schlecht und so. Eigentlich ganz coole Skins, muss man ganz ehrlich sagen, mit den blauen Augen. Übrigens, gestern habe ich gesagt, blond und schwarz. Ich meine natürlich blau und schwarze Haare. 1500 V-Bucks. Da gibt es natürlich auch den Mann von, der natürlich extrem riesig ist. Ich weiß nicht, ob die Hitbox von dem größer ist, aber wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich den nicht kaufen. 1500 V-Bucks auf jeden Fall für den hier. Nochmal ein Schnelldurchlauf hier. Die Battle Axe, 800 V-Bucks. Sieht eigentlich auch ziemlich geil aus, muss man sagen. Und Tusk, 500 V-Bucks, der Gleiter. Ja, nochmal im Schnelldurchlauf, wie gesagt. Dann kommen wir mal hier zum nächsten Feature. Wir haben den Typen hier wieder drin, und zwar den Flytrap. 2000 V-Bucks, ein Skin, der ja besonders aussieht, das stimmt, und viel Detail drin steckt, aber kein Backpack hat. Und das 2000 V-Bucks finde ich ein bisschen krass, aber das seltenste Item heute auf jeden Fall. 157 Tage ist das her, dass der das letzte Mal drin war. Da gibt es natürlich passend auch nochmal das hier zu. Tendril, das sieht absolut eklig aus. Und hört sich auch so ein bisschen matschig an. 800 V-Bucks für das Harvesting-Tool. Genauso lange her natürlich, 157 Tage. Genauso wie das hier. Venus Flytrap für 1200. Das sieht nicht schlecht aus eigentlich, muss ich sagen. Zumindest von der Animation her und so. Aber kaufen würde ich es mir jetzt nicht. Aber es ist schon ein spezielles Set, muss man sagen. 1200 V-Bucks und die schnappen hier auch an den Seiten so. Ist schon cool designed, auf jeden Fall. Für den, also wenn man jetzt auf sowas steht, dann ist es schon geil designed. Aber ich finde irgendwie, also mich packt es nicht. Deswegen, ja. Kommen wir mal zu den Dailies. Da sehen wir Bottomfeeder für 1500. Hört sich richtig geil an, so ein Kettengeräusch. Und ist auch das zweitseltenste Item heute. 114 Tage her, dass das letzte Mal drin war. Also wir haben schon ein paar seltene Sachen drin. Ob die einem gefallen, ist die andere Sache. 1500 V-Bucks geht eigentlich auch klar. Und ist eigentlich auch ein krasses Harvesting-Tool. Sehr groß übrigens auch. Und dann haben wir Chromium am Start für 1200 V-Bucks. Vor 34 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Die habe ich mir damals geholt, weil ja die leuchtenden gelben, strahlenden Augen hier von ihr. Nein, Quatsch, aber ja, 1200 V-Bucks ist ein besonderer Skin auf jeden Fall. Spiele ich eigentlich viel zu selten, muss man sagen. Nightlight genauso, 800 V-Bucks allerdings hier, nur nicht 1200, auch relativ besonders. Ich bin mal gespannt, wann man wirklich mal Kopfbedeckung mitnehmen kann. Epic, es wird Zeit, weil die Brille würde ich gerne mitnehmen auf irgendeinen anderen coolen Skin. Keine Ahnung, sieht bestimmt super aus. 800 V-Bucks, war zuletzt vor 19 Tagen drin, also gar nicht so lange her. Chromium vor 34. Ja, die Battle Pass Tiers sind nochmal drin, 600 V-Bucks, wie gesagt. Wer da nochmal ein bisschen upgraden will. Dann haben wir noch zwei Emotes, zum einen Hand Signals. 500 V-Bucks, war zuletzt vor 26 Tagen drin. Sieht schon geil aus. So ein Masterplan mit dem Loser am Ende. Und wir haben was komplett Neues, und zwar Flux für 500. Ja, nicht schlecht, 500 V-Bucks. Der Sound ist ein bisschen weird. Wer drauf steht, auf jeden Fall 500 V-Bucks. Neues Emote auf jeden Fall am Start. Ja, was ist mein Highlight heute? Ist schwer zu sagen, was ich im Highlight geben würde. Ich würde ja eigentlich wieder sagen, ich gebe nochmal einen von den beiden Featured von gestern, entweder Fyra oder Jäger, das Highlight von heute. Denn ansonsten sehe ich da nichts, was mich irgendwie so wirklich anspricht, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir geben wieder Fyra und Jäger das Highlight. Das erste Mal, glaube ich, dass ich zwei miteinander das Highlight gegeben habe für die gleiche Skin-Kombo. Und dem Shop, dem geben wir heute, ja, ich weiß nicht, ich gebe dem Shop heute nur eine 5 von 10. Mein erster Eindruck, obwohl wir was Neues drin haben. Ihr könnt ja mal reinschauen, was ihr im Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fand, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.